Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Video. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, vielleicht noch nicht, aber ihr habt es richtig im Titel gelesen. Es gibt ein kleines neues Projekt und Produkt von mir. Und zwar habe ich mein eigenes Workbook erstellt und ihr habt mit Sicherheit ganz, ganz viele Fragen, die werde ich euch alle in diesem Video beantworten. Ein Herzensprojekt von mir ist jetzt endlich zum Vorbestellen verfügbar und ich freue mich ganz doll. Bevor ich es am Ende vergesse, ihr könnt das Schätzchen ab sofort bis Donnerstag vorbestellen. Das Ganze ist begrenzt, weil das natürlich ein neues Projekt für uns ist und wir erstmal gucken müssen, wie kommt sowas bei euch an. Aber ich glaube, wenn ich euch das gleich alles erzähle, versteht ihr, warum es mir so wichtig war, das rauszubringen. Ein kleines Danke habe ich noch in die ersten 1000 Bestellungen mitgelegt. Jeder kriegt eine handsignierte Autogrammkarte von mir und das Ganze wird von uns persönlich verschickt, frankiert. Wir machen alles von zu Hause aus selber. Das ist nämlich über den Pelletier Verlag. Das ist der eigene kleine Selbstverlag von Danny entstanden und ich freue mich, dass wir auch an dieser Art und Weise zusammenarbeiten können. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ich erkläre euch alles, was ihr wissen müsst. Ich habe in den letzten Monaten ganz, ganz viel von zu Hause aus gearbeitet, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Und in der Zeit ist mir aufgefallen, dass mir persönlich etwas fehlt, was mir so einen Ausgleich schafft. Und für mich war Make-up machen, sich schminken, immer der Ausgleich, den ich gebraucht habe und der mir auch immer geholfen hat. Allerdings, mittlerweile habe ich manchmal abends einfach ehrlich gesagt keine Lust mehr, mich abzuschminken und neu zu schminken. Und dann wieder abzuschminken. Seit Jahren benutzen professionelle Make-up-Artists sogenannte Face-Charts. Und in diesem Workbook habe ich euch verschiedene Face-Charts mit reingepackt. Ich zeige euch das Ganze einmal kurz, wie das Ganze aussehen könnte. Ihr könnt in diesem Buch arbeiten. Das Buch lebt davon, dass ihr mit diesem Buch arbeiten könnt. Ihr sollt da drin malen, ihr sollt da drin Looks schminken. Ich zeige euch das Ganze gleich. Wir haben viele verschiedene Looks hier mit drin. Ihr seht, selbst Schimmertöne könnt ihr auf dem Papier drauf haben. Das Ganze hat aber noch einen anderen Hintergrund. Und zwar, wie oft sitze ich hier und überlege mir, ach, was schminke ich denn heute? Und ich weiß manchmal nicht, mir fehlen die Ideen, ich habe keine Lust mehr, was zu überlegen. Und gestern Abend saß ich hier, habe ein bisschen gemalt und dabei ist dieser Look hier entstanden und ich weiß, was ich nächste Woche schminke. Ihr habt in diesem Buch natürlich nicht nur Face-Charts und Eye-Charts und Lip-Charts. Ihr könnt in diesem Buch auch mit mir gemeinsam an euren Make-up-Techniken arbeiten. Es sind Aufgaben mit drin, die ich euch in jedem Kapitel mitgebe. Ihr könnt in diesem Buch Ideen sammeln, malen, swatchen, euch Looks überlegen und einfach so ein bisschen lernen, wie man mit, ja, mit Make-up vielleicht auch ein bisschen besser umgehen kann. Das Schöne ist, das Papier reagiert ähnlich wie eure Haut. Es ist ein bisschen was anderes, dazu komme ich gleich, aber ihr könnt mindestens, ich finde fast sogar noch besser auf dem Papier, Blenden üben als auf eurem Auge. Das Ganze ist aufgeteilt in mehrere Kapitel. Ihr habt einen kleinen Text von mir drin, einfach, dass ihr wisst, warum ich das gemacht habe, was mir daran so wichtig ist. Ich vergesse bestimmt eh die Hälfte. Ich habe euch Tipps und Tricks, wie ihr mit diesem Buch arbeiten könnt und ich gebe euch ganz explizite Aufgaben, weil ich weiß, es kann manchmal ganz schwierig sein, wenn man etwas Neues kennenlernt und ich weiß, dass viele von euch noch nicht mit Face-Charts gearbeitet haben, einfach so eine Hilfestellung geben und das möchte ich in diesem Video auch tun. Wie gesagt, das Ganze ist ein Herzensprojekt von mir und ich weiß, dass ihr jetzt spätestens, nachdem ich euch die Tipps und Tricks gegeben habe, versteht, warum mir das so wichtig ist. Ich habe euch hier einen Look einmal geschminkt und ihr seht schon, es ist Foundation drauf, es sind Lidschatten drauf, wir haben Eyeliner, wir haben Lipliner, wir haben Lippenstifte mit drauf und ihr könnt im Prinzip wie auf eurem eigenen Gesicht üben und euren Look planen. Und es macht keinen Sinn, sonst hätte ich euch auch einfach nur einen Block mit den Face-Charts geben können. Ich wollte, dass ihr ganz explizit die Produkte, die ihr für diesen Look benutzen wollt, hier einmal aufschreiben. Primer, es ist alles aufgeschrieben, dass ihr nächstes Mal, wenn ihr zur Hochzeit geht, an Weihnachten,
aufschlagen könnt, wisst, hey, das ist der Look für meine Hochzeiten. Wie war der nochmal? Welche Produkte habe ich benutzt? Ihr könnt sie aufschreiben und ihr vergesst es nicht. Wie oft sitze ich hier und denke mir, wie habe ich den Look nochmal gemacht? Zack, ich schlage das Buch auf, sehe hier den Look, den ich gerne schminken möchte und kann dann hier schauen, was ich hier reingeschrieben habe. Hier steht jetzt noch nichts drin, das ist nämlich das Autorenexemplar. Aber ich wollte euch einfach schon mal illustrieren, damit ihr sehen könnt, wie schön auch die Farben funktionieren. Ich gehe gerne, um dem Ganzen so einen kleinen realeren Kick zu geben, mit dem Schwamm, den ich morgens benutzt habe. Hier ist Foundation dran. Ich zeige euch das jetzt hier einfach lang und ihr könnt damit einfach rübergehen und die Base so ein bisschen machen. Ohne dass es schmiert. Das Ganze trocknet gut an. Es ist kein Buch, wo ihr sagt, oh, darum, da geht es jetzt um Präzision. Ich bin kein Maler. Ich bin ein Make-up-Artist. Ich möchte wissen, wie sehen Farben miteinander aus, ohne dass ich vielleicht ein Model brauche oder dass ich mich selber schminken muss. Ihr könnt alles hiermit auftragen. Ihr könnt den Lidschattenpinsel nehmen und direkt anfangen, Farbe aufzubauen und auszublenden. Ihr seht, es reagiert. Ihr könnt die Farben aufbauen. Ihr könnt miteinander verblenden. Ich blende euch ein paar Sequenzen ein, wo ich das präzise mache. Jetzt hier ohne, dass es liegt, ist es ein bisschen schwierig. Ihr werdet feststellen, dass euch das wirklich helfen wird. Es hat mir in den letzten Wochen, seitdem ich das Exemplar hier habe, super viel Arbeit erleichtert und mir war es wichtig, dass man sich so einen Schritt wieder zu sich selbst und zu, man setzt sich hin und man arbeitet kreativ. Und ich glaube, dass ich meine zwei Leidenschaften, dieses Zeit für sich nehmen, aber mit Make-up arbeiten, sehr gut in diesem Workbook zustande gebracht habe. Und ich freue mich ganz doll, dass ich euch das endlich zeigen darf. Das Ganze ist ab sofort vorzubestellen. Bis Donnerstag. Ihr könnt bequem per Rechnung oder per PayPal bezahlen, wie ihr wollt. Link ist unter diesem Video, da könnt ihr vorbeischauen. Es wird eine knappe Kiste, also ich hoffe, dass das reicht, was wir zu Hause haben. Aber ich freue mich ganz doll, dass ihr mich bei allen meinen Projekten unterstützt und ihr werdet es lieben, wenn ihr damit arbeitet. Ihr werdet verstehen, warum ich mich da so drüber freue. Nicht nur, weil es mein Produkt ist, sondern weil ich etwas geschaffen habe, was mir jeden Tag helfen wird. Ich weiß, jeden Tag weiß ich, diese Produkte habe ich gebraucht, diese Produkte kann ich benutzen. Ihr könnt üben, ihr könnt malen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das Buch soll am Ende aussehen, als hättet ihr das einmal komplett über euren Schminktisch gezogen. Es ist ein Arbeitsbuch und es lebt davon, benutzt und geliebt zu werden. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich die Chance über den Pelletier Verlag bekommen habe, dass ich das machen kann. Und ich freue mich ganz doll, dass ihr mich dabei unterstützt. Das ist übrigens der Look, den ich jetzt gerade nachgeschminkt habe. Ihr werdet in den nächsten Tagen auch noch ein paar Tutorials bei mir auf Instagram sehen, wie ich mit dem Buch arbeite. Also schaut da unbedingt vorbei. Freunde, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Das Buch ist jetzt zum Vorbestellen erhältlich. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Passt auf euch auf.